Also ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Bücher gekauft hier für mein Online-Business, nur um hier mal ein paar zu zeigen. Erfolgbar von Florian Schöll, 44 Partner-Marketing-Strategien von Ralf Schmitz und Dirk Michael Lambert, immer ausgebucht, von Benedikt Ahlfeld zum Beispiel, oder die Neukundenlawine von Jakob Hager. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie haben diese Online-Unternehmer es eigentlich geschafft, so viele, ja tausende von Büchern so erfolgreich zu verkaufen. Na klar, sie haben ein Renommee, sie sind relativ bekannt, aber wie haben die das jetzt marketingtechnisch und vor allen Dingen technisch geschafft, so viele Bücher in so kurzer Zeit zu verkaufen? Und dafür habe ich für euch einmal einen solchen Online-Bücher-Verkaufen-Sales-Funnel zusammen skizziert. Es ist sehr, sehr interessant, denn wenn du dir dieses Schema merkst, kannst auch du deine Bücher über das Internet erfolgreich vermarkten und verkaufen. Ich nenne es den Königsweg. Der Königsweg, ja, der Königs-Sales-Funnel, um wirklich seine eigenen Bücher verkaufen zu können. Und ich habe all diese Jungs, sage ich mal, ja, analysiert und das hier mal zusammengetragen. Am Anfang machen alle das Gleiche, bevor sie das Buch auf den Markt bringen. Schauen sie, wie ist der Bedarf am Markt? Braucht jemand mein Buch? Es muss natürlich eine Top-Qualität sein. Wenn das Buch nicht richtig gut ist, dann hast du eine zweite Chance bei deiner Zielgruppe, bei deinen Kunden verspielt. Deswegen machen die vorher eine sehr gute Recherche, eine Analyse des Marktes und dann erstellen die erst dieses Buch oder eines der Bücher, die ich gerade gezeigt habe. Dann geht es los. Was machen die als allererstes? Gut, ich sag mal, alternativ bekommst du die Informationen eines solchen Buches auch per E-Mail. Viele nutzen natürlich E-Mail-Marketing. Ich werde zum Beispiel auf sehr, sehr viele Bücher durch E-Mail-Marketing aufmerksam, weil ich in den Verteilern der Unternehmer drin bin. Aber die Masse macht Pay-per-Click-Werbung, PPC-Werbung, das heißt Facebook-Anzeigen zum Beispiel, wo du in deinem Facebook-Account siehst, wenn du dich einloggst, auf der rechten Seite oder in der Timeline, wow, da gibt es ein neues Buch. Und genau so haben die dich targetiert. Du siehst die PPC-Werbung, die schalten PPC-Werbung, damit die genau den Wunschkunden herausfinden. Du bist zum Beispiel ein Wunschkunde aus dem Bereich Online-Marketing. Was machst du natürlich? Du klickst auf die Anzeige drauf und du gelangst direkt in der Regel auf eine Verkaufsseite mit einem speziellen Video, wo sich der Unternehmer nochmal vorstellt und ja, wo dann entsprechend über das Produkt gesprochen wird und natürlich auch nochmal viele positive ja, Testimonials, also Referenzkunden zu Wort kommen. Dann, wenn du dieses Buch kaufen möchtest, klickst du auf den Button, beziehungsweise füllst erst deine Daten aus mit Straße, Anschrift, Telefonnummer. Und wenn du dann auf ja, jetzt kaufen klickst, also kommst du dann direkt auf die Digistore 24 Verkaufsseite nochmal drauf. Also das ist die vorgeschaltete Marketing-Verkaufsseite. Wenn du draufklickst, kommst du auf die Bestellseite, so rum, die Bestellseite von Digistore 24. Nenn das mal Bestellseite. Das ist die Verkaufsseite. Dann kommst du auf die Digistore 24 Bestellseite, wo du zum Beispiel für 4,95 € oder 7,95 €, 5,95 €, was auch immer, wo du diese Bücher zu Versandkosten und Druckkostenpreis erwerben kannst. Alle diese Bücher sind in der Regel gratis. Also das ist ein Funnel für Gratis-Buchaktionen, um viele neue Leads zu generieren, neue Kunden zu gewinnen, logischerweise. Und dort bezahlst du dann per Kreditkarte oder per PayPal, was auch immer. Hast du das getan, wird es jetzt richtig clever. Denn nach der Bezahlung wirst du automatisch auf ein Upsell-Produkt Nummer 1 geleitet. Das heißt, wenn du zum Beispiel das Buch gerade eben gekauft hast, dann bieten dir diese pfiffigen Unternehmer direkt im nächsten Schritt des Sales-Funnels dann zum Beispiel ein Hörbuch, dasselbe Buch nur als Hörbuchformat an, zum Beispiel als MP3-Hörbuch an, denn viele hören ja lieber mittlerweile während des Autofahrens, viele haben nicht mehr das Zeit, dieses intensive Lesen, dann tut man einfach beim Autofahren ein bisschen Hörbuch ja, sich reinziehen. Oder die bieten dir ein Ticket zu einem ihrer nächsten Events an, zum Beispiel. Das sind alles so beliebte Upsell-Produkte Nummer 1. Wenn du dort dann das auch kaufst, dann wirst du automatisch auf einer Upsell-Seite mit einem Upsell-Produkt
Nummer 2 geleitet. Das ist dann ein hochpreisigeres Produkt. Wenn das Buch 5 Euro ungefähr kostet, kostet das Hörbuch vielleicht knapp unter 20 Euro. Dann wird es immer höher. Höherpreisiger Funnel, dann kommst du ab dem Produkt 200, kriegst du zum Beispiel einen Videokurs angeboten für 197 Euro zum Beispiel, sag ich mal. Sagst du jetzt aber hier zum Beispiel nein, ich höre nach dem Hörbuch auf oder so, dann machen manche, wenige machen es bisher, machen dann noch einen sogenannten Downsell. Das ist ganz clever, kommt auch aus den USA. Mach das hier mal mit gestrichelten Linien. So, und nenne das dann Downsell. Also, wenn die merken, wow, du hast den Upsell nicht gekauft, war vielleicht ein paar Euro zu teuer für dich, und dann bieten die nochmal einen Downsell an, der vielleicht dann auch nur, keine Ahnung, 15 Euro kostet oder 10 oder 12 Euro, was auch immer. Kann zum Beispiel dann, können ein paar wertvolle Checklisten sein, PDF-Checklisten oder ein Spezialwebinar für ein paar Euro, alles denkbar. Aber jedenfalls, wenn du hier gesagt hast, du kaufst das Buch, du kaufst das Hörbuch und du kommst jetzt nochmal auf den Upsell mit dem Videokurs, kaufst du den dann auch noch, können natürlich auch Personal Coaching sein, wie auch immer, Telefonberatung, Telefonsession oder sowas, eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, was auch immer, bieten auch sehr viele an. Wenn du den Videokurs auch noch kaufst, dann kommst du letztendlich auf die endgültige Danke-Seite, wo dann nochmal auch nochmal ein kleines Video eingeblendet wird, in der Regel vom Unternehmer, wo er sich nochmal herzlich bedankt, dass du ja entsprechend die Produkte oder das Produkt erworben hast. Selbst wenn du nur das Buch gekauft hast, kommt diese Danke-Seite dann entsprechend. Und das ist so der Ablauf eines wirklich perfekten Sales-Funnels für Bücher. Wenn du deine Bücher online verkaufen, perfekt vermarkten möchtest und wirklich auch deine PPC-Werbekosten wieder geschickt refinanzieren möchtest, gibt es all diese Tricks mit Upsell, Downsell. Das ist eine extrem clevere Methode, was sie alle machen. Ralf Schmitz, Jakob Hager, Said Shiripur, alle top Online-Unternehmer gehen diesen Königsweg, manche etwas abgespeckter, aber das ist jetzt die Intensivvariante, die ich bei ganz, ganz wenigen, zum Beispiel bei Dirk Kräuter gesehen habe, der Top-Vertriebsexperte in Europa ist. Der hat so diesen ganz akribisch, clever durchdachten Verkaufsfunnel aufgesetzt, diesen absoluten Königsweg, und das ist so der Sales-Funnel, der Verkaufsfunnel, der dahinter steckt. Und ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen was vermitteln, dass du das auch für deine eigenen Bücher wirklich einsetzen kannst und jetzt loslegen kannst und deine eigenen Bücher entsprechend vermarkten, verkaufen kannst. Ja, ich bin gespannt auf euer Feedback hier unter dem Video, auf eure Gedanken zu diesem Funnel. Habe ich was vergessen? Kann man den Funnel sogar noch perfekter gestalten? Bin ich gespannt. Einfach hier posten. Ansonsten viel Erfolg, bis zum nächsten Video. Euer Christian Weckler. Ciao.